Ja, das erste vom Preis her ging es, glaube ich, so, glaube 30 Euro wollte die haben. Also 60 Euro für mich und für meinen Sohn. Dann sind wir ins nächste gefahren. Die wollten, das war auch nicht so, so berauschend. Da haben sie uns in so ein Zimmer geführt. Mein Sohn und ich haben reingeguckt wie ein Schwein ins Uhrwerk. Er murmelte irgendwas von Faszienzimmer oder sowas. Faszien. Meine Frau konnte damit was anfangen. Die meine, wenn du hier so wo wollen wir hingehen? Muskelverhärtung hast, kannst du dort das wegmassieren. Ich habe gar keine richtige Ahnung. Lass uns einfach mal hier oben lang marschieren. Und jedenfalls, ja, haben wir reingeguckt, wie Schwein ins Uhrwerk, ein ganzes Zimmer nur so mit irgendwelchen Holzgeräten oder sowas, womit wir nichts anfangen konnten. Oben, wenn du reingekommen bist, war auch wieder so Laufbänder und so ein Kram. Dann ging es noch ein bisschen weiter. Im Keller hast du dann so ein bisschen noch so Schrägbank gehabt und so ein Turm, so ein Zugturm und so. Ja, fanden wir von der Sache her schon ein bisschen besser als das erste. Aber passt auf, jetzt kommt's. Da sollte mein Sohn, weil er noch nicht erwachsen ist. Den Jugendpreis bezahlen. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Und der war 34 Euro bar zerquetschte und ich war mit knapp 48 Euro am Start. Das wäre ja, über 80 Euro. Ich bin doch nicht doof, Alter. Ich bezahle bei mir in dem Fitti, wo ich noch angemeldet bin, 20 Euro im Monat. Da bezahlst du fürs Duschen halt 50 Cent oder so. Das ist halt da im Preis nicht mit drin, aber damit kann ich leben. Und da fahren wir jetzt dort hin, da melde ich meinen Sohn dort mit an, dann fahren wir halt 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Naja, quatschen wir halt im Auto, ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht übel. Ja, sind wir auch bei 80 Euro, aber du hast halt viel, viel mehr Auswahl. Extrem und auch so halt jüngeres Klientel und so. Weil das Auge trainiert mit. Ich will keiner Oma zugucken, wie sie auf dem Stepper ihren Herzinfarkt kriegt oder so. Da weiß ich noch, da war ich mal zum anderen, da war ich noch in der Stadt gewohnt. Oh. Klaus. Eine Wohltat. Ja. Da habe ich mal in der Stadt noch, wo ich noch in der Stadt gewohnt habe, war ich noch im anderen Fitti, das war auch teuer, da habe ich dann auch gekündigt und bin dann zu dem preiswerteren. Was auch von der Ausstattung her viel, viel besser war als das teure. Und da stand ich, nee, da sind wir auf dem Fahrrad gefahren, Kumpel und ich, so am Ende unserer Trainingseinheit, quakte uns da so eine Alte voll von der Seite, so dümmlich, weil sie Fernsehen gucken wollte, da oben über den Dingern hing. Junge, da haben wir der erst mal ein paar Takte erzählt, Junge, die kann Häme-Fernsehen gucken in ihrem Omasessel, blöde Kuh, ich bin nur da, um mit meinem Kumpel zu quatschen. Dummes Volk. Fernsehen gucken kann sie, wenn sie tot ist. Da bin ich kein Feiner, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei sowas raste ich aus. Vor allem der Ton macht ja die Musik gleich so. Was manche Leute dich gleich so anfurzen müssen, weißt du? Und dann kriegen sie natürlich direkt die Packung von mir zurück. Ärgert mich zwar hinterher, weil ich mich dann auch auf dieses Niveau herablasse, aber in dem Moment. So, Klaus, nicht, dass wir uns wieder verlieren. Ach so, ich wollte ja mal, wenn wir schon mal hier sind, zum Looten. Ich bin nur am Quatschen wieder. Genau, Svenny. Also ich meine, ihr kennt mich ja. Ich bin ja ein ganz Lieber. Aber ich kann halt auch zum Schwein werden. Gerade wenn direkt mir jemand blöd kommt oder so. Das gehört sich nicht. Wir hätten doch mal sagen können, können Sie mal bitte leiser sprechen, dass ich hier irgendwie meine Sendung gucken kann. Hätte ich zwar immer noch mal hingesagt. Ja, weil es affig ist. Ich fahre doch nicht ins Fitnessstudio, um dort Fernsehen zu gucken.
Ernsthaft jetzt? Ich meine, sollen sie einen Kopfhörer aufsetzen und Musik hören? Was weiß denn ich? Irgendwas, was jeder normale Mensch macht. Also ich sehe nichts, Klaus. Ich auch nicht. Doch, warte, da läuft was. Wo? Aber bestimmt bloß ein Scav. Oder kommen die da raus, Leute? Wisst ihr das? Da liegt da einer im Gebüsch da vorne, oder? Ja, naja, ich habe einen erschossen. Aber was im Gebüsch davor? Ja, vor dem Zaun, oder? Ja, vor dem Zaun. Siehst du den von hier? Ja, ich habe einen auch Thermal. Ah, ach so, ach, du hast auch einen Thermal. Alter später, das wusste ich gar nicht. Wollen wir da mal hin, oder wollen wir sagen, ich glaube, er lief ins Scav, oder? Ey, es war doch ein Spieler. Ach, schön. Ja, Level 27. Mit seiner M700 hier spazieren. Klaus, hier fällt mir ein, wo wir mal den Nachtraid gemacht hatten. Mit unseren schönen Nachtsichtgeräten. Und dann hier die hässlichen, wie heißen sie? Oh, was Kontakt? Scav. Ach so. Kein Endurance mehr. Kultisten. Ach ja. Du bist ja noch nicht mal auf 100 Meter rangekommen an die Typen. Nee. Sag mal, wieso habe ich denn hier keinen Schalldämpfer drauf? Ja, frage ich mich auch. Machst du einen Lärm oder hetzt uns die Blase auf den Hals? Ja, ja. Ja, ja. Aber wenigstens auch einsichtig, der Klaus, da kann man nicht meckern. Hast du auf den geschossen, oder? Ja. Hast du Kontakt? Ja. Er ist in die Tanke reingegangen. Jetzt komme ich hier noch nicht mal drüber. Hey, sag mal. Ich hab'n. Alter, ich schieße hier mit M61. Ach so? Das ist wahrscheinlich das Problem. Du solltest etwas preiswertere Munition verschießen. Ach komm, hör mir so billige Räuberscheiße. Ah, klappt's auch mit dem Kill? Ja, okay, ich geb's ja zu. Nur die ersten 10 Schuss in M61. Ach so. jeder, der meinen Mac sieht, sagt, oh, M61 nehme ich mit. Oh, geil. Der ist dann schwer enttäuscht, hinterher. Da gucke ich heute oben hin. Nur. Also heute denke ich dran, dass ich da oben hinschaue. Wollen wir unten am Pier noch aufräumen? Na, Logo. Na dann. Ich sehe uns schon vom Scav. Buckshot in die Fresse. Jawohl. Na gut, aber wenn keiner runterkommt, kriegen wir das Thermal zurück. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Ich gehe hinten hoch, die andere Seite. Ja. Ist doch nicht gelootet. Hier ist keiner. Doch, hier irgendwo muss einer mit dem Scav rumschwirren. Lab dich.
Nein. Hat er mich gesehen und haut wieder ab. Das Schwein. Ich möchte nicht berühmt werden. Ich möchte keinen Zuschauer kaufen. Und auch keinen Prime-Zuschauer. Ich bin völlig zufrieden mit dem, was ich habe. So ein Scheiß. Andauernd hier. Da geht's ab, da hinten. Du rennst? Ja, ich gehe in dieses Kassenhäuschen rein. Warst du schon drin? Hast du Kasse geplündert? Nee. Guter Mann. Was mach ich jetzt? Hätte sich nicht gelohnt, war nichts drin, Klaus. Oh, Kontakt. Oben Sniper-Hügel. Oh ja. Weggerannt. Mhm. Ich renne hier auch weg. Ja, ist er wieder? Wahrscheinlich gegen den Zaun geschossen. Hallo, lass ihn nicht umlegen. Von wo? Der an, links am. Bist du tot? Nein. Ey, wer schmeißt denn eine Granate bis hierher, sag mal? Hä? Granate, jetzt bin ich tot. Nein, doch nicht. Lauf, komm zurück, Klaus. Ich kann nicht zurück. Wo sind die Typen denn? Frag mich nicht, ich sehe sie nicht. Oh, die können nicht so weit weg sein, weil die Granate hier angeflogen kam. Ich glaube, die sind an der Ecke hier an der Tanke, am Fluss. Weißt du, wo ich meine? Straße, Ecke, da. Ich lauf mal zurück. Was? Ich renn zurück. Also. Ich guck mal hier hinten, ob ich sie hinten sehe. Die sind direkt vor mir. Klaus, die müssen wir fertig machen. Ich weiß nicht, wo du liegst, genau. Siehst du sie? Nee, das war bloß das Feuer da oben. Shit. Ich habe auf die Kack-Tankstelle geschossen. Ich lieg dieser Mercedes, der in dieser Einfahrt ist. Ah, okay. So, die kommen jetzt in meine Richtung. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Seh die nicht. Die sind am Strand, glaube ich. Strand und Tanke. Ach, Mist, war ich die Nate hingefeuert, Alter. Hab ich einen? Ich bin down. Der ist direkt an der Ecke, an der Tank, an der Straße. Die Ecke, Straße, Fluss. Rechts oder links? Rechts.
Shit. Mist. Unsere Thermale sind weg. Nein. Hm. Kaufe ich mir neues. Und ich habe ihn noch nicht mal ein umgelegt. Ich habe ihn nur mal ins Bein geschossen. Alter, warum ist er nicht verreckt, der Hund?